Ja, also viel mehr war nicht zu erwarten. Das ist das, was wir suchen, so eine Aufteilung. Oder wie Marion sagte, sowas kommt raus, wenn ein französischer Architekt zu viel Pernod gesoffen hat. Dreieckige. Hallo, wir sind wieder da und wir freuen uns ganz dolle, dass wir endlich wieder hier sind, bei euch sind und freuen uns wieder loszulegen. Das heißt jetzt nicht, dass alles schon geregelt ist, solche Themen dauern immer eine ganze Weile lang, ihr wisst ja, wir haben familiär ein paar Sachen zu regeln, aber wir haben endlich den Kopf wieder so weit frei, dass wir wieder an andere Sachen denken können. Genau, und wie ihr wisst, sind wir ja auf der Suche oder wir schauen uns ein bisschen um nach einem anderen Boot. Wir wollen uns ein bisschen vergrößern. Wie Christoph sagte, wir sind aus dem Boot hier rausgewachsen. Und damit geht es auch gleich weiter. Wir zeigen euch ein Boot in Frankreich. Viel Spaß! Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Marion spielt auf ein Telefonat an, was wir kürzlich hatten. Da habe ich wegen diesem Auto telefoniert. Und der Helfer an der Hotline, der klang wirklich wie Paul Panzer. Ich weiß nicht, ob ihr die Satire kennt. Der spricht für etwas komisch. Es ging nämlich darum, dass wir mit dem Auto nach Frankreich fahren wollen. Warum, erzähle ich euch gleich. Und da ging nie jemand dran. Und dann hatte ich eben dort bei meinem Vermieter angerufen, habe gesagt, regel das bitte. Ja, ich erreiche ja niemand. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben das Auto. Wir fahren jetzt nach Frankreich von Barcelona aus. Ich habe ein Déjà-vu, wieder nach Sète, da waren wir schon mal, um uns die Lerina anzugucken, diese Nicholson 48. Und wir fahren heute hin, um uns einen Typ Boot anzugucken, der uns immer mal wieder im Kopf rumgespuckt ist, aber den wir verworfen hatten, aber der halt eigentlich unsere Kriterien erfüllt. Und das ist eine Amel Maramu von 1978. Wir fahren in den Tunnel, jetzt wird es dunkel. Genau, also wir fahren uns eine Maramu angucken. Keine Super. Keine Super, genau, also vollmechanisch. Keine elektrischen Winschen, eine Catch. Also wer das nicht kennt, ein großer Mast und dahinter noch ein bisschen kleinerer Mast. 14 Meter lang. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob das was sein könnte. Also wir haben uns ja sehr auf die Besichtigung gefreut. Haben aber leider heute Morgen die Info bekommen, dass wir das Boot mit dem Motor, der drauf ist, besser nicht kaufen sollten. Das ist ein Perkins 4154 und es gibt dafür keine Ersatzteile mehr. Perkins an sich ist ja ein guter Motor. Wir haben jetzt ja auch einen Perkins und sind eigentlich ganz zufrieden damit. Es gibt auch noch Ersatzteile, aber für dieses Modell gibt es keine Ersatzteile mehr und der Ersatzteilhändler hat gesagt, nee, lieber nicht. Und was uns in gewisser Weise zu unserer Entscheidung von der Lerina, die wir uns ja in Sète damals auch in Sète angeguckt haben, zu der Entscheidung auch wieder dazu passt, uns gegen das Boot zu entscheiden, weil die hatte den gleichen Motor. Und das heißt, auf jeden Fall kann ja sein, dass er noch eine ganze Weile hält. Aber wenn irgendwas kaputt geht, ist es auch kaputt. Und dann wird es halt ganz blöde, weil dann muss man den Motor austauschen. Das trübt unsere Freude jetzt so ein bisschen. Aber wir lassen uns jetzt trotzdem mal überraschen. Und ja, wer weiß, was bei rauskommt. Katze. Genau, vielleicht kommt eine Katze mal raus, weil in Sète gibt es nämlich unfassbar viele Katzen. Die sind bestimmt froh, wenn da eine weniger da ist.
Erster Eindruck von außen? Ja, also viel mehr war nicht zu erwarten. Ein Unterwasserschiff muss komplett runtergekratzt werden und komplett neu aufgebaut werden, also mit der Sperrschicht. Und also er sagt ja Antifouling, aber das ist ja viel zu wenig. Und das Überwasserschiff, also die Scheuerleiste muss neu, der Anker ist zu klein, muss auch neu. Hinten am Ruder ist ein Schaden an der Aufhängung vom Ruder, das mittlere Scharnier funktioniert nicht. Und ja, hier das Oberwasserschiff, das ist schon, hat so Netzrisse. Also da ist entweder schon mal lackiert worden oder das GFK ist, also das Gelcoat ist rissig. Ja, muss man sich angucken. Also, ja. Diese Maramu wurde gebaut im Jahr 1978. Sie hat eine Länge von 13,8 Metern, eine Breite von 4 Metern und einen Tiefgang von knapp 2 Metern. Aufgerufen wird ein Preis von 89.000 Euro für diese Amel Maramu. Das Deck sieht jetzt auch nicht besser aus als das Unterwasserschiff. Die Amels haben ja ein Fake-Teak, also ein aus GFK gestaltetes Teak, das quasi angemalt wurde. Hier ist natürlich die Farbe altersgerecht schon sehr abgelaufen und das müsste komplett neu gemacht werden. Ebenso neu gemacht werden müssten die Fenster, auch diese sind alle schon ziemlich durch. Aber immerhin scheinen die Fenster dicht zu sein. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Bonjour. Die Modellreihe der Maramu wurde gebaut vom Jahr 1978 bis zum Jahr 1989. Somit ist dieses Boot eines aus der ersten Baureihe. Und wie wir alle wissen, erste Baureihen haben auch immer Kinderkrankheiten. Der Zustand innen ist auf den ersten Blick in Ordnung, aber man hat hier den originalen Kühlschrank rausgenommen und ihn durch einen ganz normalen Haushaltskühlschrank ersetzt. Das ging leider nicht, ohne die halbe Küche kaputt zu machen. Wenn man genauer auf die Bilder schaut, sieht man das. Nein, das ist das, was ich gesagt habe. Ansonsten sieht das Holz und die Oberflächen eigentlich ganz gut aus, dem Alter entsprechend recht ordentlich gepflegt. Die Polster sind sowohl in der V-Koje als auch im Salon bezogen. Ich weiß nicht, wie das drunter aussieht, das haben wir uns nicht angeschaut. Schon viel Platz. Die Maramu bitte nicht verwechseln mit der Super Maramu, dem Modell der Delos. Gebaut wurde die Super Maramu ab dem Jahr 1988. Man könnte also meinen, sie löste die Maramu ab.
Das stimmt nicht ganz, denn die Super Maremo ist 16 Meter lang, also ganze 2 Meter länger. Und sie hat auch deutlich modernere Features wie Klimaanlage, Waschmaschine und elektrische Motoren an den Segeln. Uns ist das zu viel. Also sowohl die Größe und auch der Preis, der für dieses Modell auch heute noch aufgerufen wird. Also das Boot ist vom Zustand, so wie wir uns das vorgestellt haben. Die Aufteilung hier in der Achter finde ich super, Platz ist super, es ist alles toll. Aber die Info über den Diesel, das ist halt doch, ja, leider wahrscheinlich der Totschlag. Der Zustand ist, also wir haben mit nicht gut gerechnet und so ist er auch. Von der Aufteilung ist das super. Das ist das, was wir suchen, so eine Aufteilung und den Platz vor allem. Wir sind in La Grande Motte in Frankreich. Ich wollte es unbedingt mal sehen, Marion wollte es auch unbedingt mal sehen. Was sagtest du darüber? Das belgische Prinzip. Ja. Das belgische Prinzip, das haben wir mal erklärt bekommen, damals, als wir nach England gesegelt sind, von Matthias hieß der, der wohnt in Belgien. Und der hat gesagt, drin sitzen, rausgucken, draußen schön, ist wichtiger als das schön ist, wo ich drin sitze. Deswegen, die Belgier bauen ja diese unfassbaren Hochhausburgen an ihrem Strand, weil sie sagen, ich sitze ja drin und gucke raus. Und das ist hier das belgische Prinzip. Wobei, wenn man dem Architekten sagen würde, dass das hässlich ist, wäre er, glaube ich, beleidigt. Weil der findet das schön. Der hat sich ganz viel Mühe gegeben mit den ganzen... Ja. Hat er bestimmt ans Meer gedacht. Das sieht nach Wellen aus und keine Ahnung. Ja, das sieht aus wie ein Riesenrad hier, wie die Kabinen vom Riesenrad. Guck mal. Ja, stimmt. Hat vielleicht auch was davon. Ja, stimmt. Ja. Oder wie Marion sagte, sowas kommt raus, wenn ein französischer Architekt zu viel Pernod gesoffen hat. Ja, genau. La Grande Motte, wer das nicht kennt, das ist an der Camargue. Für die Franzosen ist es ein ganz wichtiger Urlaubsort. Da geht es halt darum, in den 2 Monaten, Juli, August, da macht ja ganz Frankreich zu sozusagen, möglichst viel am Strand zu sein. Und damit das funktioniert, gibt es halt wahnsinnig viele Boote, einen riesigen Hafen, wahnsinnig viele Apartments. Und die sehen halt dann so aus, wie sie aussehen. Sag mal, was hast du gerade darüber rausgefunden? Was? Das, was ich gerade gedacht habe? Na? Das ist das französische Grümitz. Ja. Großer Hafen, wie ein Grümitz. Dreieckige... Gebäude? Gebäude. Häuser. Häuser, genau. Wie ein Grümitz. Ja. Da war es genauso. Also der Architekt war nicht besoffen, sondern... Der hat eine futuristische Stadt skizziert sozusagen. Also tatsächlich so, wie es auch aussieht, ist aus Ende 60, Anfang 70er. Jean Ballard,
Balladur. Balladur. Jean Balladur hat das hier aus dem Nichts entworfen als Urlaubsstadt, als Ferienstadt. Und er hatte freie Hand und das sind also alle Gebäude, die hier rumstehen, sind von ihm, weil er ein Gesamtkonzept gemacht hat. Also nicht nur eine Pyramide, sondern eben dieses ganze Konzept inklusive Hafen, also alles von ihm gemacht. 7 Kilometer am Strand entlang geht es hier so weiter. Also, wir sind ja da hingefahren, um zu schauen, ob die Amel grundsätzlich oder die Amel Maramu, sagen wir so, ein Modell wäre, was für uns so in Frage kommt, ob das dem, was wir uns vorstellen, nahe kommt. Und da kann man einen Haken dran machen, das hat ganz gut funktioniert. Das Modell finden wir gut. Platzangebot passt, Aufteilung sieht gut aus, fühlt sich gut an, fühlt sich sicher an, sieht gut aus. Ja, das Modell ist gut. Kommen wir zu dem speziellen Boot, das genau, was wir uns wirklich angeguckt haben. Also was uns, glaube ich, beide betrifft, wir haben das angeguckt und wir haben nicht gesagt, boah, das will ich haben, sondern es war eher so, ja, das würde passen, das würde nicht so passen. Also es war eher so rational und ich finde, ein Boot ist schon was Emotionales. Und dann geht es halt weiter. Es ist über die Jahrzehnte ziemlich verbastelt worden, das Boot. Also die Bäder sind unvollständig, da fehlt die Hälfte. Stattdessen sind so komische so Mosaikfliesen, Linoleum an die Wand geklebt und aus dem Baumarkt irgendwie so eine Armatur. Also das passt nicht zusammen. Die Küche ist nur noch halb, die Pantry ist nur noch halb. Steht ein normaler Haushaltskühlschrank drin und das ist irgendwie so halb rausgerissen alles. Der Boden ist auch irgendwann mal neu gemacht worden, aber schlecht und billig. Die Elektronik ist komplett veraltet, aber was eigentlich uns wirklich dran gestört hat, das ist einfach, wenn man alles zusammennimmt und wir waren jetzt noch gar nicht bei den strukturellen Sachen. Die strukturellen Sachen ist, das Unterwasserschiff müsste komplett neu aufgebaut werden. Das blättert ab, also wirklich mit allem Sperrgrund und Antifouling. Das Ruder hat etwas, was ich mir nicht zutraue zu reparieren. Da hinten fährt ein Motorboot, deswegen ist es ein bisschen lauter. Und dann müsste der senkrechte Teil vom Rumpf, aber also das Oberwasserschiff, müsste komplett neu lackiert werden. Das kreidet aus, das hat so Netzrisse. Also nicht nur lackiert, das muss auch gespachtelt werden. Ja. Da gab es auf beiden Seiten, nicht nur auf einer Seite, Berührungen, ja, Unfälle, mehr als das. Ja. Und auf der einen Seite ist es schon angespachtelt, auf der anderen Seite muss es noch gespachtelt werden. Und das Deck müsste auch neu gemacht werden. Was mich persönlich wirklich betroffen gemacht hat, auf dem Vorschiff war mal die Rettungsinsel angebracht zwischen den zwei Luken von V-Kabine und Salon. Da war das draufgesetzt gewesen und dann haben sie es runtergenommen, woanders hingemacht und die Löcher offen gelassen. Ja. Finde ich absolut unverständlich. Am Heck ist genau das gleiche, da ist eine Badeplattform und oberhalb sind mindestens 10 Löcher im Rumpf. Die sind auch mit schwarzem Sika zugeschmiert worden. Also echt billig und lieblos auch gemacht. Dagegen, was für das Boot spricht, ist, es hat ein neues Rig bekommen. Also es wurde vor 2 Jahren neu gemacht und sieht auch neu und gut aus. Also jedenfalls ist
die Wanten und Stagen. Und ja, aber es geht halt noch weiter. Also wir hatten ja schon angesprochen, der Motor, gibt es keine Ersatzteile mehr oder nur noch schwierig. Da müsste man sozusagen die Hälfte vom Preis mit einkalkulieren als Risiko. Und die Ankerkette ist verrostet, der Anker ist viel zu klein und verrostet. Also das sind so viele Details, die einfach total unstimmig sind. Dann haben wir ein Seeventil gesehen, wo halt das Seeventil selber sah gut aus, aber weiter gebastelt wurde dann mit irgendwas, was anfängt zu rosten und auszutropfen. Und das sind, Elektrik ist komplett veraltet, müsste überarbeitet werden. Ja, also die Fenster waren alle komplett durch, ja. Die Himmel waren wellig, es ist eigentlich eine Komplettbaustelle. Ja, und dafür ist der Preis definitiv zu hoch. Und die Vorstellung zwischen dem, was wir zahlen würden, und dem, was der Eigner haben möchte, ist zu groß. Also da kann man zwar ein Angebot abgeben, aber der Makler hat schon klar gesagt, er weiß, das Boot hat den Wert. Die Maramu kosten eigentlich viel mehr und es ist nur so günstig, weil es so aussieht, wie es ist. Jetzt die Meinung des Maklers. Ist die Meinung des Maklers und dann auch des Eigners. Und das, was wir bereit wären zu zahlen für das, was man investieren muss, das ist vermutlich, klafft das zu weit auseinander. Wir haben uns da noch nicht zu Ende durchdiskutiert, aber für mich der größte Faktor ist, so wie das Boot da steht, habe ich keinen, es zieht mich da nicht hin. Also das kann man sich schön machen, auf jeden Fall. Man kann sich alles schön machen oder fast alles, aber das ist für mich ein, ja, so ein Projekt, wo du innen 50% neu machen musst, und zwar komplett. Und außen, wie gesagt, muss man es 100% neu machen. Und das ist einfach. Also wir wollen ja auch arbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, für unser Budget kriegen wir was komplett fertig ist. Das ist gar nicht das Problem. Nee. Ja. Also wir sind jetzt 2 Stunden nach der Besichtigung. Insofern, das ist so das erste Fazit. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir morgen zu dem Punkt, dass wir sagen, egal, wir bieten jetzt mal einen unverschämten Preis. Und wenn er darauf eingeht, was aber nicht wird. Aber man kann ja manchmal einfach Preise abgeben. Und wenn jemand wirklich drauf einsteigt, dann ist es halt so. Dann muss man die Arbeit machen. Was ich super sympathisch fand, das war ja ein ganz kleiner Platz mit lauter alten Booten. Ich glaube, da würde ich mich auf jeden Fall sehr wohl fühlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nö. Aber darum geht's nicht. Es geht nicht ums Wohlfühlen, es geht ums Arbeiten. Also im Moment ist es so. Sollte sich da was ändern, werdet ihr es erfahren. Das war die Set in Maramu. Die Set in Maramu, das war die Maramu in Set. Das war die Maramu in Set. Und wie ihr zwischendrin gesehen habt, haben die Ordnungskräfte die Drohne und mich ganz freundlich wieder zur Erde zurückbegleitet. Die fanden das nicht so lustig, dass ich die Drohne da abfliegen lassen. Ich nehme mal an, dass aus dem großen Gebäude hinter uns da ein Anruf an die Ordnungskräfte kam. Ich checke das immer vorher in der App von dem Fluggerät und da durfte ich fliegen. Aber die waren anderer Meinung und trotzdem, es ging glimpflich aus. Weil ich Französisch kann, konnte ich mit denen ganz freundlich reden. Und wie das dann oft so ist in Frankreich, wenn man Französisch kann, dann ist das auch kein Problem mehr. Genau, und ich saß auf der Bank und habe getan, als gehöre ich nicht dazu. Ja. Ich kenne den nicht. Das war das erste Boot nach einer Weile, was wir uns wieder angeguckt haben. Dann gleich so eine Vollbaustellenkatastrophe. Nun gut. Wir hatten aber auch an der Arriba noch einiges zu tun. Die musste, wie ihr ja wisst, endlich mal aus dem Wasser raus. Und das kommt das nächste Mal. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Du kannst uns gerne auf Instagram und Facebook folgen. Da bist du, kleiner Tipp, immer ein bisschen näher dran von der Zeit. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.